Apropos, Alter, habt ihr das mitbekommen mit dieser Corona-Silvester-Party von ein paar Influencern? Ich habe das nur so zufällig mitbekommen, weil ich ein paar TikTok-T-Seiten folge. Also das war wirklich, als ich das gelesen habe, ey, da habe ich mir die Hände vorm Gesicht zusammengeschlagen, habe mir einfach nur gedacht, Alter, wie doppelt moralisch einige Leute einfach leben. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist unfassbar. Da haben sich irgendwie... Ich reg mich einfach darüber auf, obwohl ich davon selbst... Also was heißt, ich habe davon selbst keinen Nachteil. Ist mir ja scheißegal, was die mit ihrem Leben machen, so. Wenn die Corona kriegen, ist halt deren Schuld. Aber ich könnte es halt mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, plötzlich mal so mit 30 Leuten auf eine Party zu gehen, Influencer, und dann noch in eine Caption von meinem Bild schreiben, Silvester at home. Aber dann auf meinem Privataccount so Videos hochladen von so einer Feier. Alter, lost. Was sagst du zu den Corona-Regeln, Luca? Ich habe sie noch nicht gesehen. Ich schaue sie mir jetzt mal zusammen mit euch an. Corona-Beschlüsse, das sind die Regeln bis Ende Januar. Wer in einem Hotspot wohnt, darf keine Ausflüge mehr machen. Was heißt denn Hotspot? Gibt es da dann wieder diesen Inzidenzwert oder was? In Hamburg liegt der gerade bei 101. 101 Dalmatiner. Soll ich dich mal ganz kurz gegen die Vitrine werfen? Der Lockdown wird, so wie es bereits im Vorfeld des Treffens angekündigt wurde, bis zum 31. Januar verlängert. Das Ding ist halt, der Lockdown sollte ja eigentlich nur im November stattfinden, ne? Das ist halt so irre. Und jetzt ist plötzlich, wann ging der Lockdown los? Für 2 Novemberwochen oder so, ne? Und jetzt ist plötzlich Januar und die sagen, ja, wird bis Januar verlängert. Es wird safe bis April sein. Nehmt mich beim Wort, es wird bis April sein. Das heißt, auch in den nächsten 3 Wochen sollen alle Bürger, soweit es möglich ist, zu Hause bleiben. Auch bleiben unter anderem Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und viele Geschäfte weiterhin geschlossen. Betriebskantinen sollen geschlossen werden, wo es die Arbeitsabläufe zulassen. Am 25. Januar wollen Bund und Länder entscheiden, wie es ab dem 1. Februar weitergehen soll. Bin ganz ehrlich, mich tangiert das jetzt nicht so krass, natürlich mit der Arbeit und mit Kantinen. Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen ist natürlich scheiße, gerade was so Gyms und so angeht. Aber den Rest, der tangiert mich jetzt nicht so krass. Kontaktbeschränkungen. Bisher waren Treffen von 2 Hausständen mit bis zu 5 Personen erlaubt. Nun sollen private Zusammenkünfte nur noch mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Personen erlaubt sein. Die Verschärfung ähnelt den strikten Kontaktbeschränkungen aus dem Lockdown im Frühjahr. Hä, ich check's gerade einfach nicht. War das vorher erlaubt jetzt oder was? Bisher waren Treffen von 2 Hausständen mit bis zu 5 Personen erlaubt. Ich dachte nur 2 Personen wäre erlaubt gewesen. Nee, also man darf sich wirklich jetzt nur noch mit einer anderen Person treffen. Ist das nicht dieser Typ, der in diesem YouTube-Video so steht und dann sagt er so, hau rein. Ja. Guck mal, das hier ist dieser Typ. Ist sich aber sicher, dass das zu schaffen ist. Oliver Köhr war das. Aus Berlin, herzlichen Dank. Neben finanzieller Unterstützung geht es dann diesen... Ehrenmann, Ehrenmann! Einschränkung des Bewegungsradiuses. Sprachenlernen, Bubble. Radius. In Hotspots wird der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort eingeschränkt. 15 Kilometer, Digga. Das heißt, ich dürfte einfach meine Familie und so nicht sehen, ne? Oh, das ist traurig. Nur bei einem triftigen Grund gibt es Ausnahmen. Was ist ein triftiger Grund? Zur Arbeit? Im Detail ist unklar, welche Gründe akzeptiert werden. Hä? Das ist wieder so was Schwammiges, so von Mal zu Mal muss man dann gucken. Aber laut Kanzlerin Angela Merkel gehören Arztbesuche und der Weg zur Arbeit... Okay, gut. Der Weg zur Arbeit gehört dazu und Arztbesuche. Ausflüge gelten hingegen nicht als triftige Gründe. Ja, warum fahren Sie jetzt weg? Ey, ich muss ganz dringend ans Meer. Einfach mal chillen. Ja, okay. Let's go! Auf geht's. Die Regelung betrifft nur Landkreise mit einer 7-Tages-Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Derzeit sind das rund 70 Landkreise. Okay, das ist halt nichts, ne? Also 70 Landkreise. Ich glaube, das wird in den wenigsten Kreisen wird das so sein. Also Hamburg ist bei 100. Das ist die Hälfte. Nein, doch. Man würde aber nicht innerhalb einer Stadt wie Berlin den Abstand messen, sagte Merkel. Okay. Na gut, entspannt. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Als wenn ich jetzt in Hamburg hier losfahre in meiner Wohnung, dann fahre ich jetzt irgendwo hin zu einem Kollegen und der wohnt... Also innerhalb von Hamburg hast du jetzt nicht mal irgendwie 15 Kilometer Radius in eine Richtung. Also innerhalb von Hamburg kann ich mich, glaube ich, bewegen, wo ich will. Oder obwohl doch? Nee, aber gut, ich dachte nämlich, die stehen dann da mit dem Maßband und gucken das oder checken dein Handy oder irgendwie so. Einfach Emmy mit 2 Euro, was vermisst du am meisten in der Corona-Zeit? Ich bin ganz ehrlich, mittlerweile alles. Ich kann nicht mal mehr sagen, was genau ich vermisse. Ich glaube, am meisten vermisse ich es einfach, viele Freunde zu sehen. Weil so, ich kann auch gerade aktuell einfach keine richtigen Vlogs drehen und ich hätte da so Bock drauf, einfach mit Freunden zum Beispiel so voll viele, also was heißt voll viele, paar Freunde von mir haben auch ein Boot, also so ein kleines, ich habe ja so ein kleines Schlauchboot für die Alster und so. Und wenn wir dann einfach so, das hatte ich mir so vorgenommen für den Spätsommer, so einfach mit vielen Freunden, mit 3 verschiedenen Booten über die Alster einfach Schwachsinn machen auf dem Boot, so klappt halt alles nicht, sowas vermisse ich einfach. So Kleinigkeiten, einfach mit Freunden chillen, muss jetzt nicht mal irgendwie unbedingt, dass die Clubs direkt wieder aufhaben oder so. Oder ich muss doch nicht unbedingt ins Restaurant, ich kann auch zu Hause kochen, ne? Reis mit Margarine. Lecker! Oder ich kann auch
was zu essen kannst du immer noch bestellen, so, aber einfach Freunde, Digga. Einfach Freunde. Familie, das sind die einzig wichtigen Sachen. So, hier ist aber eigentlich gar nicht mehr, also der Rest interessiert mich nicht. Kinderkrankengeld für 10 zusätzliche Tage, Schulen und Kitas juckt mich nicht. Also, tangiert mich nicht, meine ich. Freiwillige für mehr Tests in Alten- und Pflegeheimen. Testpflicht für Einreisende, auch einfach nur richtig. Impfungen, auch der steppende Start der Impfungen war Thema der Bund-Länder-Runde. Nach dem Beschluss wollen Bund und Länder alle Bewohnerinnen und Bewohner von der Stadt noch im Januar im Impfen. Das denke ich mir auch, Digga, können die nicht einfach mal viel schneller impfen? Ich verstehe es real talk nicht. Also wir leben in Deutschland, einem der fortschrittlichsten Länder überhaupt so. Und Israel zum Beispiel, die sind richtig weit vorne mit dabei mit der Schnelligkeit vom Impfen. Naja, Wirtschaftshilfen. Okay, also da gibt es anscheinend auch einen neuen Beschluss. Interessant, das wollte ich mir nur kurz angucken. So, wir müssen jetzt mal vorankommen im Programm. Also, wir haben die drei Mods rausgesucht, das war mir wichtig. Wir haben, ich habe mir die Corona-Regeln angeguckt, das war mir wichtig. Und, wir haben, das habe ich mir hier halt aufgeschrieben, die Influencer-Corona-Party, aber da sind wir ja gerade schon kurz drauf eingegangen. Da wollte ich eigentlich nochmal kurz Stellung zu beziehen, aber ich will jetzt auch nicht hier vor tausenden Leuten, die hier gerade live mit dabei sind, das alles nochmal droppen. Ich will jetzt auch keine Namen nennen. Ich glaube, die Leute, die es wissen, die wissen, wen ich meine. Die Leute, die es nicht wissen, man kann es eher rausfinden. Allerdings, ja, die Influencer-Party, Digga, ich finde es halt doppeldeutig, wenn solche Leute Werbung für die App machen und dann auf der anderen Seite so sagen, guckt mal, ich feiere Silvester zu Hause und dann im Hintergrund so mit 30 anderen Influencern auf irgendeiner Party chillen, Digga. Ich habe auch mitbekommen, wie einige andere, die ihr auch safe alle kennen werdet, auch Partys geplant haben, wo ich mir aber einfach nur dachte, Digga, ich chill mit einem Kollegen hier bei mir, wir bestellen uns eine Pizza. Ich war eh nie ein riesen Feuerwerksfan, Digga. Dieses Jahr ist es ein Tag für jeder andere auch. Ist, Digga. Andere Leute verlieren ihre Existenz, ihr Unternehmen, ihren Laden oder ihr Leben und irgendwelche Influencer kriegen es nicht in ihren scheißverwöhnten Schädel rein, einfach mal zu Hause zu bleiben. Digga, sorry, ich habe da kein Verständnis für. Egal, ob das die Influencerin ist oder die oder was sie davor schon gemacht hat oder nicht. Einfach scheiße, Mann. Ich könnte gerne sagen, dass ihr es anders seht, aber ich lasse mich davon nicht abbringen von der Ansicht. Wir leiden einfach alle gerade darunter. Also klar, was heißt, also leiden jetzt auf mich bezogen, ehrlich gesagt, mir geht's gut so. Ich bin in einer Position, dass ich meinen Job auch weiter ausüben kann gerade aktuell. Aber so viele Leute verlieren einfach gerade ihre Existenz, Digga. Und dann kommen so Leute nicht klar und feiern einfach so eine fette Party, Mann. Woher weißt du denn von der Party? Ich habe das gesehen auf diesen TikTok, TikTok-T-Muser-Fan-Seiten. Nee, ich will jetzt auch nicht lange drüber quatschen. Mich hat das einfach nur aufgeregt und dadurch, dass ja zumindest bis übermorgen keine Podcast-Folge kam, hatte ich noch keinen Grund, da irgendwie drüber zu quatschen. Money come between us, nah, they not even care.